Oh, was sehen denn meine müden Augen da? Oh, es geht endlich weiter mit StarCraft. Ich habe mich durchgerungen, das jetzt endlich mal zu Ende zu bringen, denn die letzte Folge ist über ein Jahr her, um Gottes Willen. Gut, so ganz genau weiß ich gerade nicht mehr, was wir gemacht haben, aber ich glaube, wir wollten natürlich wieder eine Mission starten. Gequatscht hatten wir, glaube ich, mit allen soweit. Sir, als Tychus auf das Schiff zurückgekommen ist, habe ich ihn von den Technikern scannen lassen. Matt, du brauchst unbedingt ein anständiges Hobby. Ernsthaft, Sir. In seinem Anzug ist ein raffinierter Empfänger eingebaut. Erhält dieser den richtigen Code, werden alle seine lebenswichtigen Organe außer Gefecht gesetzt. Dieser Anzug ist eine Todesfalle. Als würde ihm jemand eine Knarre an den Schädel halten. Und wer hat den Finger am Abzug? Möbius? Tychus, wo hast du dich da diesmal reingeritten? Ja, wo, das kriegen wir noch raus. Ganz kurz, ich habe mich entschieden weiterzumachen, einfach weil das Spiel so toll ist, mit allem, was da oben gehört, Cutscenes, Musik, bla bla bla, dieses ganze Zeug halt eben außen rum und vor allem die Story und da mittlerweile auch das Heart of the Swarm schon seit Ewigkeiten drauf ist und ich das noch nicht einmal angepackt habe, weil ich das mit euch zusammen erleben wollte. Naja. Mache ich jetzt einfach hier weiter, ne? So, dann schauen wir mal auf die Sternkarte, was wir zu tun haben. Oh, da haben wir aber noch ziemlich viel zu tun. Belshir. Auf Belshir gibt es ein seltenes Gas, das die Protoss Hauch der Schöpfung nennen. Sie betrachten es als Geschenk ihrer Götter. Wir nennen es Terrazin und dem richtigen Abnehmer ist es ein Vermögen wert. Natürlich werden uns diese Protoss erledigen, wenn sie uns auf ihren heiligen Boden erwischen. Oder zumindest werden sie es versuchen. Ja. Meine Leute haben eine Kolonie auf dem Planeten Haven errichtet. Eine ganze Weile lang ging alles gut, aber jetzt ist jeder Funkverkehr abgebrochen. Sie antworten auf keiner Frequenz mehr. Wir müssen dahin und sehen, was passiert ist. Vielleicht waren sie dem Zerg-Virus ausgesetzt. Außerdem befinden sie sich am Rande des Protoss-Raums. Jim, ich mache mir Sorgen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Wir haben den Odin in unserem Besitz. Nun können wir ihn dazu verwenden, den Angriff zur Übernahme der UNN-Studios auf Korhal zu leiten. Sobald der Odin ihre Verteidigungsanlagen ausgeschaltet hat, werden wir mit der Ausstrahlung beginnen. Darüber wird man noch in 100 Jahren sprechen. Ja, also das, die Mission macht man also ein bisschen später. Was gibt's hier noch? Die von Möbius wollen, dass wir noch ein Artefakt von einem toten Planeten namens Xil holen. Anscheinend haben die ihr Spezialistenteam dahin geschickt, aber vor 2 Tagen den Kontakt verloren. Pech gehabt, würde ich sagen. Dafür holen wir noch einen Gefahrenzuschlag für die Mission raus. Jo, das werden wir als erstes mal machen, denn den Belagerungspanzer möchte ich haben, dann möchte ich den Viking haben. Also machen wir das genau in dieser Reihenfolge. Xil, Heaven, Belshir und dann Korhal, ne? Okay, es geht um Folgendes. Der Ort hier ist eine Leichenhalle. Was auch immer mal in diesen Ruinen gelebt hat, ist vor Millionen von Jahren gestorben. Bevor sie verschwunden sind, hat das Möbius-Team Strahlung von Artefakten gemeldet, die von diesem riesigen Felsen da unten ausgeht. Sie haben einen verdammt großen Laser darunter gebracht, um sich einen Weg reinzubrennen. Laser? Das Ding ist ein verdammtes Monster. Wenn das Möbius-Team Zugriff auf militärisches Gerät wie das hier hatte, will ich gar nicht erst wissen, was sie erledigt hat. Schätze, das werden wir schon noch früh genug rausfinden, Partner. Ja, das werden wir alle zusammen rausfinden, was da los war. Ich erinnere mich grob an die Mission. Ich erinnere mich grob. So, eigentlich sollte sollte das Laden jetzt auch schneller gehen als vorher immer, weil eigentlich ist ja sogar auch der Rechner neu, aber ich befürchte, da mit Fraps immer alles 100.000 Mal so lange braucht, wie es eigentlich wirklich braucht, naja, wird es dann dennoch dauern, wie man hier sieht. Na komm. Der Ladebalken lässt sich sehr feiern, auf jeden Fall. So viel steht fest. Ja. Haltet die Augen offen, Jungs. Wir wissen nicht, wem wir das hier zu verdanken haben. Ja,
Warum soll ich bauen? Oh, tut's denn weh? Kommt noch was? Geht klar. So, gut, dann haben wir kurz das bisschen gruppiert. Dann mehr terranische Liebe. Die Mysterien dieses Ortes sind nicht für euch bestimmt. Ihr werdet für euren Frevel mit dem Leben bezahlen. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, was mit der anderen Expedition passiert ist. Ja, mit dem Protoss ist nicht zu spaßen. So. Stehen bleiben. Dieser Protoss-Kanonen brennen uns ein Loch in den Pelz, wenn wir weitergehen. Swan, wo bleiben die versprochenen Belagerungspanzer? Immer mit der Ruhe, Heißsporn. Sie kommen ja. Diese Babys werden die Kanonen aus sicherer Entfernung zerlegen. Schieß sie los! Genau, und deswegen bin ich eigentlich hier. Die Dinger möchte ich unbedingt haben, weil die sind ziemlich geil, ne? So, wir zerstören einfach das Pylon, dann ist die Energie weg. Und diese Dinger damit auch. Durchgeladen und entsichert. Kann's kaum noch erwarten. So, dann marschieren wir mal ein Stückchen weiter. 10-4. Yo. Oh, hier geht's nach oben, das gefällt mir nicht. Dann machen wir mal Folgendes. Die sind in Gruppe 3, dann bauen wir die mal auf. Ja, ja. Jetzt gucken wir erstmal, was hier oben los ist. Unsere Panzer haben Langeweile, wie es aussieht. Ich höre. Oh. Dann lass uns die Panzer mal auf eine Anhöhe schaffen. Sie können diesen Protoss-Hetzer unter Feuer nehmen, bevor er überhaupt in unsere Nähe kommt. Genau, von der Anhöhe, ne? Das ist in StarCraft so, von oben nach unten kann man immer schießen, logischerweise von unten nach oben nicht. Es sei denn, man hat Sichtkontakt. Okay, die heilen sowieso, dann kann ich auch einfach alle in eine Gruppe nehmen. Dann wird das die Gruppe 2, okay. Passt das? Gehen wir mal gucken, hier mit dem Kreis sehen wir mal schön, wie weit die Panzer mal schießen können, das ist gar nicht so verkehrt. Was ist das Ziel? Ja, da bleiben wir mal schön unten. Ich höre. Bereit machen, Jungs. Und ich kann's kaum noch erwarten. So. Was jagen wir hoch? Nee, fahrt mal dahin. Dann machen wir es so wie gerade eben, ne? Wir positionieren unsere Panzer unten. Ich höre. Schießen Sie los. Kommt noch was? Genau, dann machen wir die mal auf. Roger. Ah ja. Wann geht's los? Zugriff auf lokales Netzwerk der Möbius-Basis. Entschlüssel Sicherheitsüberbrückung. Übertrage Kontrolle der Basisgebäude an Sie, Commander. Fahrt das Ding hoch. 174 Gigawatt. Die Kraft der Sonne in Ihren Fingerspitzen. Zielt damit auf das Tor und brennt drauf los. Laserleistung ist gut. Die Bohrung wird einige Zeit dauern, aber es gibt keinen anderen Weg in den Tempel. Sir, die Tal'Darin mobilisieren ihre Streitkräfte für einen Angriff auf uns. Dann errichten wir einen Verteidigungsring und schützen den Laser, bis wir durch sind. Bin nur froh, dass wir die Belagerungspanzer haben. Oh ja, ich auch. Denn ohne die wäre es ein bisschen ätzend hier. So, das Spiel hat gespeichert, dann verbringen wir mal... Was jagen wir hoch? Die Panzer an die richtigen Positionen. So, hier wird mal schön arbeiten gegangen. Wir brauchen Bunker und Belagerungspanzer, um den Laserbohrer zu schützen. Ohne das Ding kommen wir nie an das Artefakt. Ja, das ist klar soweit. Hier hätte ich gerne einen Reaktor dran. Dann bauen wir mal noch ein paar Belagerungspanzer. Zwei Stück erstmal für den Anfang. Die Gruppen sind noch so wie vorher. Ich klappe mal wieder ein. So. Da ist schon der erste Hetzer. Hier in den Dingern können wir nichts weiter ausbilden. So, ein paar mehr Arbeiter brauchen wir natürlich, dass wir ein bisschen Mineralien zusammenkriegen. Die sind jetzt nicht sehr, sehr hoch und sehr viele. Von denen auch welche kommen? Nö. Ich habe es geschafft, Zugang zu dem zu erhalten, was vom Sensorennetzwerk der Möbius-Expedition übrig geblieben ist. Ich speise die Daten in Ihre Karte ein, damit Sie sehen können, was bei den Tal'Darin vor sich geht. Okay. Ich walze alles platt! So, den Panzer stellen wir auch auf, dann ist hier ziemlich gut abgedeckt. Wir sehen mit den zwei.
Ne, der gefällt mir da nicht. Wir stellen die mal beide hier hin, denn ihr seht ja, die müssen ja hier durch diese Enge durchkommen. Das heißt, wir stellen beide Panzer hin, dass sie schon ordentlich eins auf die Mütze kriegen. Bevor die hier überhaupt ins Lager kommen. Jetzt schießen beide ab hier. Gibt keine Chance, dass sie da durchkommen, ohne dass ein Belagerungspanzer darauf schießt. So, Marines gibt's weiter. Dann gibt's mal noch ein Häuschen für uns. So, das Häuschen habe ich mal wieder auf die 5 gelegt. Oh, was haben wir da jetzt? Damit ich immer schnell Zugriff drauf habe. Ne, seht ihr, und dann kann ich immer schön per Schnellklick die ganzen Einheiten anwählen. So, jetzt können wir hier mal gucken. Bums. Also kriegt er richtig die Fresse vor, ne? Hier ist das allerdings ein bisschen was anderes. Hier muss ich den Panzer ein bisschen an der Seite platzieren. So, den setzen wir mal wieder auf. So, der geht ein bisschen reparieren. Wir bauen mal noch ein paar Arbeiter. Und unsere Arbeiter bauen mal noch ein paar Depots. Und gehen dann wieder in die Arbeit. Wie es aussieht, wenn wir eine Flugabwehr haben, wird noch irgendwann Flieger kommen. Okay, unsere Base können wir nicht upgraden. So, mehr Panzer. Na, dann bauen wir mal noch ein paar Arbeiter für die Mineralien, die wir jetzt aktuell haben. Umso schneller kriegen wir mehr Panzer. So. Ja, jetzt ist erstmal schnödes Warten. Oh, hier kommen neue Einheiten. Und diese Lagertür, naja, hat jetzt nicht wirklich viel runter. So. Gibt es irgendwelche Primärziele, die wir noch haben? Nö, ich sehe aktuell bloß Hauptziele. Immer noch nicht genug. Oh, was machen die denn? Die bleiben mal lieber hier. Denn mit denen wollen sie sich nicht anlegen. Nein, das wollen die auf jeden Fall nicht. Jo. Dann werden wir mal sehen. Wenn wir dann erstmal genug Panzer haben, hier gibt es gleich noch ein bisschen was ab. Dann wird es Zeit, dass wir ein paar Mal Bunker bauen. Okay. Dass wir da unsere Einheiten ein bisschen reinparken können, ne? Zweiten können wir jetzt auch bauen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, jetzt aber. Ja, die stehen ganz gut. Wenn wir hier noch einen dritten mit dazu parken, wird das ganz gut, denke ich. So, wir rücken den mal noch ein Stück auf. So. Können wir den auch noch weiter an die Kante bringen, eigentlich? Wäre cool, ja. Oh. Stimmen wir unsere Einheit mal. So. Gut, also aktuell. Gut, der kriegt ganz schön was ab. Was ist das Ziel? Hier mache ich mir noch keine großen Gedanken, deshalb werden wir mal hier ein bisschen verstärken. So. Und hier dazwischen packen wir einfach 1-2 Bunker. Ich denke, das wird gut. Was nicht hier? Aufgedankt und einsatzbereit. Oh. Das ist jetzt nicht so gut. Können wir denn... Nee, können wir leider nicht. Am Raumhafen können wir uns bauen. Na, bleib mal gleich hier. Dass wir mal ein paar Bunker hier hinsetzen. Mhm. Danach geht er wieder arbeiten. Ihr wollt entweihen, was den Göttern gehört? Ihre treu ergebenen Diener werden dies nicht erlauben. Das sind Archons. Unsere Männer werden keine Chance haben, wenn sie zu nahe kommen. Ich übergebe Ihnen die manuelle Kontrolle über den Laserbohrer. Sehen Sie nach, ob Sie ihn gegen die Protoss einsetzen können. Okay, ihr habt den Mann gehört. Dreht den Laser um. Wir können ihn benutzen, um die Tal'Darim zurückzudrängen.
Ja, mach doch mal. Und tschüss. Gut, und hier kriegt er von dem Panzer noch einen ab, aber... Doch. Kriegt er. Laser mal darauf schießen, bitte. Ah ja, wir hatten jetzt Upgrade, dass die Dinger auch schießen. Das ist gar nicht schlecht. Oh, das sieht ja gut aus. Hier haben wir noch zwei, dann befüllen wir doch den Bunker hier. Ja, mal gucken, ob wir den Laser jetzt wirklich brauchen. Umso schneller sind wir durch mit der Sache hier, ne? Ah ja. Nein, brauchen wir auf jeden Fall nicht. So, noch ein Upgrade für unsere... Panzer? Apropos Panzer. Können wir noch zwei nachbauen. Was wollte ich? Ich wollte eigentlich... Ja. Wollten wir hier noch zwei hinsetzen, einfach für den Fall aller Fälle. Häuschen gibt es auch noch, dass wir nicht Supply-Block gehen, aber das geht eigentlich gerade noch. So, jetzt wieder einen nach. Ist okay, können wir eigentlich? Der Laserbohrer hat die äußere Schicht des Knochens durchbrochen. Ah, können wir wirklich. Wir können uns ein Upgrade Terminal bauen für unsere Panzer. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wie viel gehen da in einen Bunker rein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. 2, 3, 4, 5, 6. So. DBS bereit. Den parken wir natürlich auch hier mit hinter. Alle schön in die Ecke rein, dass alle schön in den gleichen Kreis mit reinhauen. Dann ist diese Richtung hier eigentlich kein großes Problem. Zack. Da stehen sie. So, die äußere Schicht ist durch. Ah ja, können wir uns mal angucken hier. So, die können sich gleich damit reinparken, die Marines. So. Ja, wir sind ein bisschen arbeitslos. Aber lieber so, anstelle, dass wir hier völlig, wie soll ich sagen? Das eine reicht mir eigentlich zum Diplom. Zum Supply-Ding bauen. So, da ist noch ein Panzer wieder da. Alarm. Feindliche Luftanhalten auf Anflugsvektor. Verflucht. Von wegen Luftanhalten. Das sind Transporteinheiten. Benutzt den Laser und schießt sie ab. Wann geht's los? Ja, setzt die doch mal ab. Ja, so viel hat es dann doch nicht gemacht. Ach, das ist ja niedlich. Die zwei schießen da. Sobald einer rauskommt, sind die eh Toast. Das heißt, wir brauchen ein paar Flugabwehrdinger auch noch mit dazu. Mhm. So, Level 1 Upgrade für Fahrzeugwaffen. Ja, natürlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brauchen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Bearbeiter, damit wir mehr Ressourcen sammeln. Und ein Arbeiter fängt jetzt mal an und am besten zwei. Flugabwehrdinger hier noch hin zu basteln. Zack. 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 Zack, falls sie auf die Idee kommt von hinten, dann geht er weiterarbeiten. So, dann regelt sich das also auch. Und alle sind wir glücklich. Wir haben noch nicht mal die Hälfte erreicht. Das ist ja ein bisschen... Sir, ich orte die Energiesignaturen von mehreren Protoss-Relikten in der Gegend. Oh. Ich markiere sie auf der Karte. Tja, wenn wir noch Zeit haben, können wir sie mit dem Laserbohrer freischmelzen. Ich wette, Statman würde sie gerne studieren. Das ist eine gute Idee, das machen wir auch mal, denn wir stehen, wie gesagt, ziemlich gut hier. Sichtbar muss er sein. Dann sollten wir da mal hinfliegen, das sieht nämlich aus, als wären die erhöht. Das heißt, ein Flughafen, in Anführungszeichen, bauen wir mal. Ach, hier ist noch ein... Das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist noch so ein Vespin-Geysir. Interessant. Ja, wie ihr seht, die hier hochkommen, sind eigentlich eher ein Witz als alles andere. Gut, hier sind wir auch völlig befüllt.
Gut. Also unsere Base ist soweit erstmal sicher. Schön. Das haben wir soweit. Dann gibt es noch Upgrade für die Marines. Für den Fall aller Fälle, wer weiß, was noch kommt. Achso, das sind bloß wieder Hilfepunkte. Aber wir wissen ja schon, dass wir den Bohrer nutzen sollen für die Relikte. So, dann nehmen wir uns mal wieder drei, die hier mit das Pingas abbauen. Angeschlossenes Techlabor. Ja, dann bauen wir noch eins mit ran. Und wenn wir einen Raumjäger haben, dann können wir die Relikte mal freischmelzen. Ne? Zwei Türen haben wir noch. Der ist gleich fertig. Jo, und dann bauen wir uns mal einen. Da habe ich nicht aufgepasst. Bauen wir doch mal eins. So, jetzt haben wir einen Panzer auf plus 1 und Waffen. Plus 2 können wir eigentlich mal mit andrücken. So. Edge Badge. Und gar nichts, weil wir nicht genug Vespingas haben. Der Laserbohrer schneidet sich nun durch die Thermalbarriere des Turms. Ah ja. Achso, da kommen nochmal so Dinger mit dabei. Naja. Da die bloß hohen Schaden auf, hier sehen wir es, auf biologisch machen. Biologisch 30, ne? Das ist ziemlich viel, wenn wir hier gucken. Gut, die machen jetzt 65, weil sie gecharged sind. Also nicht gecharged, sondern weil sie besieged sind. Guck, die machen 11. Gegen gepanzert mehr machen die, aber das wissen wir, da sind sie bekannt dafür. So, von denen mache ich mir auf jeden Fall erstmal nicht in die Hose. Auch wenn ich die eigentlich mal... Komm. Wir drehen den mal um, machen die mal tot. Zap. Da laufen die schön in unsere Verteidigungslinie rein. Das war's. Können wir die auch nochmal anzappen hier? Ah, das ist gedreht. Meldebereitschaft. Und da werden sie schon weggesprengt in unseren Panzern. Und da ist unser Flieger auch fertig. Einsatzbereit. Fliege mal doch mal hier rüber. Zielvektor erfasst. So, F3 und mit T wieder den Strahl umlenken. Und gucken, wie sie wurzeln. Mom. So, und dann schmelzen wir nochmal das Lager hier. Das Relikt. Oh ja. Das geht aber gut runter. Oh, 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 oh. Koordinaten empfangen. Wird gemacht, Commander. Weiter schmelzen. Weiß ich gar nicht, ob denn da jemand hin muss oder ob unser Flieger reicht. Aber ich stelle mal einen kleinen Trupp zusammen. 8 Marines und so ein Ding. Oh, vielleicht reicht das. So. Unser Lager läuft richtig gut, muss ich mal so sagen. Das sieht ganz gut aus. Vielleicht Adler. Ja, wir nehmen mal ein paar Adler mit zur Verteidigung. Können wir das mit dem Ding einsammeln? Angriffsformation. Gnarf. Maximaler Schub. Roger. Natürlich nicht. Aber hier müsste es hier wieder eine Protoss-Basis, wenn ich das da so sehe. Wird gemacht, Commander. Angriffsformation. Nö. F3, T und das Ding schmelzen. Depots brauchen wir wieder, dann bauen wir mit. So. Das sollte erstmal reichen. Eine Kamin werfen. So war's. Sir, weitere Lufteinheiten im Anflug. Naja, das ist nicht so schlimm. Wir müssen sie ausschalten, sonst werfen sie immer mehr Truppen direkt über unseren Köpfen ab. Ja, guck mal, was da los ist.
da machen wir überhaupt keine Gedanken um unsere Basis, brauchen wir uns keine Gedanken machen, wie ihr seht. Das, na. So, dann machen wir eine Reparatur-Tour. Das hier war ein bisschen kaputt. Der Panzer war ein bisschen kaputt und danach geht er wieder arbeiten. Yo! So. Ich weiß gar nicht, ob das reichen wird. Einfach Bescheid geben. Wir testen das mal an. Alles klar, her damit. Die setze ich mal aus unserer Gruppe 1, dass wir da. Bingo! Ne? Ich kümmere mich drum. So, in der Zeit kann der hier mal. Koordinaten übermitteln. Maximaler Schub. Angriffsformation. So, dann macht sie mal unsichtbar und fliegt mal rüber. Koordinaten empfangen. Ach so, der sieht ja unsichtbare Einheiten. Ja. Einsatzbereit. Oh, sie kleben an mir. Oh. Okay, hier müssen wir dann nochmal einen neuen bauen. Jupp. Protosforschung plus 1. Aber sicher. Aber sicher. Sicher. Zack, das haben wir auch. Und dann geht's einmal auf die andere Seite. Yo. Gut, können wir dann hier durch eigentlich, durch unsere eigenen Reihen? Jo, das können wir. Ich würde den Laser gerne irgendwie ein bisschen pausieren, das würde mich freuen. Ja, schieß nochmal auf andere Ziele. Da sind wir nämlich durch, bevor, sind aber viele davon. Ja, das könnte schon ein bisschen gefährlicher werden. Ja, oder auch nicht. Hier auch welche? Nein. Meldebereitschaft. Kannst kaum noch erwarten. Koordinaten übermitteln. Kannst kaum noch erwarten. Wahnsinn. So, dann machen wir doch mal hier wieder die Kanone fertig. Das 3T für den Schrein. Bereit machen, oh, Hauptsache die gehen jetzt nicht auf die hier, das wäre ziemlich schlecht. Oh oh. Aber das überleben die nicht. Die machen das hier alles kaputt. Okay. Gut. Jetzt warten wir mal die Angriffswelle ab, aber wir sind jetzt soweit fertig mit den Dingen, die da kommen. So, unser kleiner Stoßtrupp geht zurück ins Lager und wartet dort, bis wir es mit der Tür durch sind. Ja, ist okay. Sie wollen das Erbe der Götter besudeln. Vernichtet sie. Ja, ja, bla bla. Gut, ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch warten, bis die Zeit abgelaufen ist, ne? Soweit sind wir ja eigentlich durch und stehen eigentlich auch recht gut hier, muss ich ja sagen. Ich höre, Commander. Wird gemacht, Commander. Gut, der kann sogar schießen auf die. Looping-Thema ausgerichtet. Looping kann er auch. Was denn hier alles Koordinaten kann? Koordinaten empfangen. Maximaler Schub. Angriffsformation. Das ist schlecht. Wird gemacht, Commander. Da möchte ich mich doch gerne mal mit dem Laser einmischen, denn Kolosse. Nichts gut für unsere Panzer. Einsatzbereit. Ich würde auch mit den Dingen ranfliegen, aber die Stalker machen die Dinge kaputt. Koordinaten übermitteln. Ja, da kann er durchfliegen, kein Problem. Im Standby. Oh, mit dieser Erkundung hier. Roger.
Maximaler Schub. Okay, da kommen wir gar nicht ran. Dann schießen wir einfach so ein bisschen die Kolosse ab. Zack. Keiner dabei, auch keiner mit dabei. Noch ein paar Minen. Dann sind wir auf jeden Fall ganz safe hier. Ganz safe ist natürlich albern, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So. Naja, noch gut ein kleines Viertelchen. Kann ich die Zeit nutzen und was trinken? Obwohl, also. Aber, ne? Brauche ich nicht. Können wir noch ein paar Upgrades andrücken hier. Was nicht passt, wird passend gemacht. Was, da haben Leute Langeweile, guck mal. Nur zu. So. Hier hätten wir eigentlich auch noch eine schöne Basis aufbauen können, ne? So, ganz nebenbei. Yep. So. Machen wir mal als letzten Akt. Bauen wir da noch ein bisschen was. Eine weitere Welle von Lufteinheiten ist auf dem Weg zu Ihnen. Ja, ja. Die Typen geben einfach nicht auf. Holt sie runter, Jungs! Auch das wird wahrscheinlich wieder eine Witznummer werden. Oh, ist das laut. Dann werden wir jetzt umlagern. Wir werden ein paar Panzer dann hinter die Bunkerlinie stellen. Da kommt irgendwas anmarschiert. Achso. Jo. Den Bunker besetzen wir doch schon mal mit Marines. Ein paar Panzer. Wow, wir brauchen einen weißer Panzer. Zack. Drei, machen wir drei. Drei ist eine gute Zahl. So, den Koloss lassen wir uns nicht entgehen. Oh, das war das der Koloss? Oh, das war der Koloss. Durchgeladen und entsichert. Worauf soll ich ballern, Sir? Jetzt geht's rund. Ein bisschen umdispositioniert mit den Einheiten hier. Zack. Und da ist doch das auch schon wieder einigermaßen. Zack. Ja, unsere Panzerlinie ist natürlich ziemlich extrem hier. Werden wir gleich sehen. Ne? Ist jetzt nicht so viel übrig geblieben, würde ich meinen. Koloss wegzappen. Der Koloss kommt da lang. Das könnte gefährlich werden. Und einsatzbereit. Wann geht's los? Die rennt schon wieder weg. Ah, okay. Den Laser brauchen wir jetzt also nicht wirklich, wie wir es gesehen haben. Das nenne ich mal eingebunkert. So. Auch noch ein paar Marines. Ja. Einen brauchen wir noch, dann der Vollständigkeit halber. Dann ist aber auch gut.
Gott. Ich check mir gerade nochmal hier die Lage. Positiv. So. Gut. Ich denke, damit sollten wir es geschafft haben eigentlich. Ja, da stehen wir doch, glaube ich, ganz souverän. Können wir mal gucken, was mit... Ja, das ist ja... Dafür schwenke ich den Laser jetzt nicht nochmal. Ja. Ne, sicher nicht. Ich warte bloß darauf, bis sie jetzt hier ankommen, weil... Marine, los! Ja, wir ziehen die SUVs einfach mal runter. Einer kann ja hier noch weiterarbeiten, aber das... Gucken, ob wir die ein bisschen locken können. Okay, okay. Okay, okay. Die Straße ruft. Und da ist ganz zu. Okay. Oh, da kommen welche. Ah, da gehen welche. Also, wenn der nicht eingeheizt wird, dann weiß ich auch nicht. Aber die kriegen es ja richtig, also das ist ja, ne? Irgendwo noch was Neues, Gefährliches entdeckt. Nö. Durchbruch des Eingangsbereiches steht bevor. Zugang zum Gebäude bald verfügbar. Es ist unsere heilige Pflicht, diese Frevler aufzuhalten. Verbrennt sie zu Asche. Ja, ja. Mal gucken, was sie gleich zu Asche verbrennt. Lass mich mal kurz gucken. Oh, das ist nicht gut. Unser Panzer erwischt es gleich. Ja, weil die Dinger sind, wie gesagt, ziemlich kacke. Das hier ist eher so unsere schwächere Seite. Wogegen hier, ja, kein Kommentar. Gleich geschafft. Gleich geschafft, gleich geschafft. So. So. Für dieses Mal habt ihr obsiegt. Die Nachricht eures Sakrilegs wird sich wie ein Leuchtfeuer im gesamten Sektor verbreiten, Rainer. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Deine Artefakte scheinen echt beliebt zu sein, Tigers. Was interessiert uns das? Solange die Bezahlung stimmt. Tja, ich würde schon sagen, von den Taldari pulverisiert zu werden, ist verdammt schlecht fürs Geschäft. Haha. Erfolg. Oh, was haben wir hier verpasst? Yippie-yay. Vernichten Sie völlig verbohrt auf den Schwierigkeitsgrad schwer. 50 Protoss-Gebäude. Oh. Okay, ja, wir spielen ja eh nicht auf schwer. So, Missionszeit 32 Minuten. Oh je. Ja. Weiter geht's. Mal schauen, ob wir jetzt wieder mit den Leuten an Bord sprechen können oder ob das bloß nach großen Missionen geht, nach Hauptmissionen. Habe ich gar nicht mehr so im Kopf. James Rayner.
blickte hinter die Schleier der Zukunft und sah dort nur Dunkelheit. Doch ein Funken Hoffnung bleibt. Ihr werdet ihr Leben in Händen halten. Auch wenn allein der Tod die gerechte Strafe für ihre Verbrechen sein mag, kann nur sie uns retten. Moment mal. Sprichst du etwa von Kerrigan? Das ist 4 Jahre her. Du tauchst einfach hier auf und... Die Zeit drängt. Ihr werdet verstehen. Dies birgt die Antworten auf eure Fragen. Erschließt das Geheimnis. Das Schicksal aller steht auf dem Spiel. Hat mich auch gefreut. Episch. Von diesen Ihan-Kristallen habe ich vorher schon mal gehört. Angeblich ermöglichen sie es einem, die Erinnerungen von jemand anderem noch einmal zu erleben. Was immer Zeratul entdeckt hat, wollte er mich auch unbedingt sehen lassen. Dann will ich wohl mal einen Blick riskieren. Das sollten wir. Damit hat sich die Frage geklärt, gerade ob wir nach der Mission immer noch was machen können. Ne? Machen wir auch. Raynor, die Bluthunde der Leere nahen. Ich übertrage meine Erinnerungen, die Essenz meines Seins, in diesen Kristall, auf das ihr sehen werdet, was ich gesehen habe. Auf dass die Zukunft nicht ohne Hoffnung sein möge. Ja, das wird sie nicht, aber eine Mission starten wir es nicht. Wir schwatzen jetzt mit den ganzen Leuten, die wir hier irgendwo finden. Hallo, Forschungskonsole. Na, hier haben wir schon wieder ein bisschen was gefunden. Sollen wir eine aussuchen? Anti-Infanterie, Spezialeinheit mit mächtigem Flächenangriff oder massive Transportschiff kann seine Ladung beinahe augenblicklich entladen. Schauen wir uns das erstmal an. Okay. Ich glaube, da hätte ich aber lieber die Hunde. Ja, Hammer. Das war's, ne? Mehr können wir jetzt eh nicht aktuell machen. Schließen wir die ganze Geschichte mal. Wir reden mal mit unserer Frau Doktor. Was ist denn das für ein Objekt? Stammt es von den Protoss? Allerdings. Aber ich würde an deiner Stelle nicht damit rumspielen. Das ist ein Kaidarin-Ihan-Kristall. In diesem Ding werden Erinnerungen gespeichert. Damit kannst du sehen, was andere erlebt haben. Könnte böse enden, wenn du nicht weißt, wie man damit umgeht. Dir scheint es jedoch keine Angst zu machen. Du bist ein wirklich interessanter Mann, Jim Rayner. Du verstehst mehr von den Protoss oder den Zerg als irgendeiner dieser Experten, von denen ich gelesen habe. Ja, wir hatten ja auch schon genug mit denen zu tun. Diese Artefakte hier zu haben, macht mich nervös. Kannst du mir mehr über sie sagen? Es ist interessant. Das eine von Xil ist anders als die anderen. Dennoch, ich glaube, dass sie alle früher einmal eine Einheit gebildet haben. Du meinst, sie gehören zusammen? So scheint es. Es ist nur eine Theorie, aber fest steht, dass die Artefakte, die wir gesammelt haben, zueinander hingezogen werden. Eine Art harmonische Resonanz. Angesichts der übergeordneten linearen Ausrichtung angrenzender Objekte, denke ich, dass sie sich unter der richtigen Feldanpassung wie Magneten gegenseitig anziehen werden. Okay. Na, richte mal lieber nichts irgendwo hinaus, Doc. So wie sie gerade sind, gefallen sie mir eigentlich ganz gut. Ja, wir richten nichts irgendwo hinaus. Außer schöne Grüße. So. Können wir denn im Arsenal irgendwas Neues? Ah, Swan, erzähl mal. Mit den Belagerungspanzern fahren wir jetzt richtig schweres Gerät auf. Ach ja, das beruhigende Donnern schwerer Geschütze. Naja, wenigstens solange sie auf unserer Seite sind.
Außerdem ist die Standardkanone der neuen Panzer jetzt effektiver. Zusätzlich dazu sind sie stärker gepanzert. Hauptsache, sie haben im Belagerungsmodus noch immer die gleiche Reichweite. Der Rest ist egal. Mit Bunkern und Belagerungspanzern können wir die Stellung gegen so ziemlich alles halten. Das stimmt. So, Arsenalkonsole. Ne, da können wir uns noch mit dem Belagerungspanzer einmal ansehen. Da ist er. Oh ja. Ja. Den haben wir auch schon schön im Einsatz gesehen. Denn... So, Arsenalkonsole. Ups. Ach, hier können wir bloß wieder so komische Dinger. Hier können wir ein bisschen upgraden. Haben wir denn irgendwas bei den Infanteriemenschen? Marauder dürfen gerne 25 mehr Trefferpunkte haben. Habe ich überhaupt keinen Stress damit. VBFs. VBFs separieren doppelt. Ja, gekauft. Was haben wir hier noch? Reichweite der Bunker erhöhen, das ist natürlich auch gekauft. Infanterie, ja. Fahrzeuge. Belagerungspanzer, ne? Da hätte ich am liebsten. Oh, das ist teuer. Die Schockkanone richtet 75% weniger Schaden bei Verbündeten. Das ist sehr gut. Und damit kann man nämlich super seine eigenen Einheiten wegspringen. So. Erhöht den Schaden halt mal, genau. Okay, ja, damit sind wir unser Geld auch wieder ganz schnell losgeworden und schauen einmal an der Brücke vorbei. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe gerade Ceratul auf dem Schiff gesehen. Wie viel haben Sie denn heute Nacht getrunken, Sir? Er war da, Matt. Und er war verletzt. Vor irgendwas auf der Flucht. Wo ist er jetzt, Sir? Keine Ahnung. Aber er ist nicht mehr auf dem Schiff. Er hat mir einen Ihan-Erinnerungskristall gegeben und wollte unbedingt, dass ich ihn mir ansehe. Er will wohl, dass ich sehe, was er gesehen hat. Möglich. So, Sternkarte, haben wir da was Neues? Ich meine, als nächstes machen wir die Ceratul-Mission. Ja, haben wir natürlich. Gibt es auf der Messe was Neues? Vielleicht ein neues Bierchen? Hier ist Donny Vermillion, live für UNN. Heute Abend im Programm die Zerg-Invasion. Der Schlachtverlauf bisher. Die Terranische Liga hält der Aggression der Zerg unbeugsam stand. Die Produktion wurde in allen Bereichen gesteigert. Die Anzahl der aus dem Strafvollzugssystem eingezogenen Soldaten ist angestiegen. Und die Space Marines sind bereit, sich in den Kampf zu stürzen. Die Zerg werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Donny, gab es Verlautbarungen, wann mit einem Gegenangriff auf die Zerg gerechnet werden kann? Kate, wenn ich dazu Stellung beziehen würde, würde ich wichtige militärische Geheimnisse preisgeben. Glauben Sie etwa, die Zerg verfolgen unser Programm? Ich weiß, dass sie es tun, Kate. Ich weiß es. Tja, wir machen die Nachrichten, Leute. Das war Kate Lockwell für UNN. So. Was hat uns denn Tosh zu erzählen? Hattest du Besuch? Vielleicht irgendwelche besonderen Gäste? Keine Ahnung, wovon du sprichst, Tosh. Oh, ich glaube, du weißt genau, wovon ich spreche. James Wayne. Irgendwas war gerade auf diesem Schiff. Ich kann es an dir riechen. Protoss. Interessant. Was immer du zu wissen glaubst, behalt's für dich. Wenn du das nicht hinkriegst, kannst du die Luftschleuse von draußen betrachten. Der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht. Was gibt's bei den Söldnern Neues? Können wir uns jetzt Söldnerpanzer holen, oder was? Tatsache. Zumindest ist sowas Kleines in der Art. Das ist ja lustig. Gut, aber so Söldner-Dinger. Jetzt haben wir schon 3 von diesen Artefakten auf meinem Schiff. Wann liefern wir die verdammten Dinger endlich ab? Tja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ich hab gehört, die Zerg haben das Forschungszentrum von Möbius auf Tyrador angegriffen. Ich verstehe das nur nicht. Hinter was ist die Königin der Klingen her? Da gibt es keine Artefakte. Wenn diese Eierköpfe nicht durchhalten, bis wir auftauchen, werden wir es wohl nie herausfinden. Lade die Daten in die Sternenkarte. Sieht aus, als stünde heute eine klassische Rettungsaktion auf dem Plan. Tja, ja.
Oder die Zeratul-Mission, wer weiß das schon? Starten. Zeratul, wo zur Hölle bist du da bloß reingeraten? Das erfahren wir jetzt. Freund Rainer, lange ist es her, dass wir gemeinsam den Schwarm bekämpften. Seither durchwanderte ich die Leere in Einsamkeit, auf der Suche nach einer uralten Prophezeiung, die angeblich die Rückkehr der Xel'Naga voraussagt. Meine Suche führte mich auf eine entlegene Welt namens Ulan, wo ich Teile der Prophezeiung fand. Doch war ich nicht der Erste, der sie entdeckte. Nun liegt es bei euch, alter Freund, meine Erinnerungen zu durchleben und zu verstehen. Ah ja, wir spielen jetzt also Zeratul, das ist sehr interessant. Zergschwarm kam wie prophezeit. Und die Protoss, Erstgeborene der Götter, stellten sich ihnen. Die Xel'Naga, unsere Schöpfer, nun kehren sie zurück. Doch bedeuten sie Rettung oder Untergang? Ich wusste, du würdest hierher finden. Mit der Zeit. Eure bloße Anwesenheit entweiht diesen Ort, Kerrigan. Hörst du sie, Zeratul? Ihr Flüstern in den Sternen? Ihre Ankunft wird die Galaxie entflammen. Möglich. Werdet ihr es nicht erleben? Bitte. Unser kleiner Streit ist bedeutungslos. Ein Sturz auf den nichts aufhalten kann. Wie passend, dass ihr zusammen ausgelöscht werdet. Niemals! Jeder hat sein Schicksal. Das Ende kommt. Und wenn es mich findet, empfange ich es.
mit Freude. Die Prophezeiung ist nicht eindeutig. Hoffnung besteht immer.